Aber, ey, mein Leben ist so scheiße. Ich habe nicht viel HP, ey. Ich mach mal was zum Essen. Ja, ich guck mal, was man hier noch so finden kann, ne? Ja, wenn du Tiere töten kannst, dann töten. Na komm hier, wir brauchen ja Musik, hab ich gehört. Auf jeden Fall. Am besten mit zwei Liedern gleichzeitig. Ey, das klingt so beschissen mit zwei Liedern gleichzeitig, sorry. Wo ist denn der Arm von dem einen, den du abgehackt hast, Alter? Du wirst es nicht glauben, den Arm kann man aber auch grillen. Yummy! Hier Menschenfleisch futtern, weißt du? Ist normal. Hier ist auch nochmal ein Arm. Ich hab hier einen Arm. Kevin, mach du dich mal nützlich und hol mal Fisch. Hab ich jetzt gerade den roh gegessen? Ja. Ich hab den gerade ernsthaft roh gegessen. Achtung, noch mehr Einwohner. Diesmal Affen, aber. Müssen wir Sorgen wegen denen haben? Ja, weil die auch scheiße sind. Ich hab doch einen Arm gerade eingesammelt. Wo soll der denn sein? Ganz rechts. Wo ist der Affe hin? Pass kurz auf. Nö. Ich hab einen Arm eingesammelt und sehe ihn irgendwo. Na, ist es egal. Achtung, Affe geht auf Kelvin los. Doch nicht. Bei Kelvin ist sie unnütz, also. Scheiß auf Kelvin. Au. Ich hab mal Armband reingesammelt. Fast ins Feuer gelaufen. Wow, Arm collected, sagt er mir auch. Aber ich sehe die Arme nirgendwo. Ich sammle die ein, aber ich... Ach, da. Ganz recht. Also die Affeneinwohner sind die, die am wenigsten tun. Aber die, die auch am meisten nerven. Okay, irgendwie muss ich noch ein bisschen mit der Steuerung klarkommen, Leute. Kann das sein, dass Kelvin gerade entführt wurde? Wenn du mal N drückst, der ist ganz schön weit weg. Lass mal zu ihm hingehen. Alter, weg mit dir, du blöder Arm jetzt! Halt mal I gedrückt. Und dann? Hab ich einen Rucksack in der Hand. Genau, hast du da deine Axt schon drauf? Dann kannst du die auswählen. Mit der Maus. Nee, Kelvin wurde nicht entführt, der bringt Fische. Dem habe ich ja auch eigentlich das als Aufgabe gegeben. Ja, macht er auch, aber er geht ein bisschen weit weg. Wieso willst du mir nicht geben? Willst du fotzen? Ja, dann was willst du? Ich hau dich gleich, ich bring dich gleich um, du. Oh nein. Au. Geh weg, du dämlicher Affeneinwohner. Du hast mir gerade wehgetan, du Penner. Du hast mir auch wehgetan. Ich habe deswegen niedrige Gesundheit. Ich habe auch niedrige Gesundheit. Wir haben so richtiges Gesundheitsproblem, oder? Yep. Deswegen schaue ich gerade, wo wir hingehen können, dass wir in Ruhe mal ein Grundbusiness aufbauen können. Ich glaube, hier war schlecht am See. Nach meinen Kenntnissen. Boah, ich müsste die Grafik richtig runterschrauben, merke ich gerade, ey. Kann Kelvin hier Fische eigentlich holen? Weil wenn ja, würde ich hier bleiben. Also. Die Frage ist, wann kommt Kelvin wieder zu uns? Das ist eine sehr gute Frage. Weil der ist jetzt gerade ein paar Meter von uns weg, nicht? Ja.
Ja, lass mich mal ganz kurz angeln. Wie angelst du denn? Oh, mit der. Alter, der hält aber einiges aus. Oh, relativ. Okay. Geht doch. Wie kümmerst du, wie angelst du jetzt hier? Das weiß ich selber nicht. Ich glaube gar nicht. Ich glaube, das können wir. Aber wir können ja trinken, das ist schon mal sehr vorteilhaft. Was hast du denn. Ach, da. Ist aber Salz. Wasser, ne? Du kannst es nicht trinken. Ja, nur ändert das an der HP leider nichts. Schau mal, der macht Seepferdchen, oder sie. Der macht Seepferdchen. Cool. Yay! So, Kelvin, wo rennst du hin? Kelvin, hier hin! Der hört uns nicht. Jetzt sag nicht, wir müssen echt auf den immer Acht geben, bitte, oder? Eigentlich nicht, aber er ist halt gut zum Sachen holen. Jetzt hat man einmal zu Hause gefunden. Leute, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich die Grafik noch weiter runterschreiben soll. Ich sehe, was. Also, so richtig performant ist das bei mir nämlich gerade nicht. Kelvin, ich glaube, du bringst uns gerade in Probleme, wenn du hier durchläufst. Bleib doch mal stehen, Kelvin. Der ist so unnütz, der Kerl, oder? Ach so, deswegen rennt er weg. Ah. Weil er unnütz ist! Nee, weil er verfolgt wird. Von einem Rentier. Hast du Angst vor Rentieren, oder was? Komm jetzt mit. Folg mir. Wollen wir da in dem Wasser bleiben? Weil da kann er angeln. Ja, wenn wir mir also so sagen sollen, dass er Fische sammeln soll, so, weißt du? Weil dann haben wir immer was zum Essen. Er kann Holz bringen, wir sind ja im Wald. Zwei Höhlen in der Nähe. Den 3D-Drucker haben wir auch in der Nähe. Den was? 3D-Drucker. Wurdest du damit noch nicht gespoilert? Nein. Ah, sorry. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Komm her, Kelvin, komm her. Bei Fuß. Hol Fische. Und hier fallen lassen. Kapisch? Ja, Bische! Da kommt irgendwas, oder? Wer bist denn du? Die hat bei mir mehrere Arme. Ja, das ist normal, das ist extra so. Wer zum Fick ist das? Oh, nicht schon wieder so ein scheiß Affeneinwohner. Hey, es ist Nacht, oder? Ich glaube ja. Ja, das ist schlecht. Wer ist das? Ich weiß aber nicht, wie die heißt. Ich nenne sie die Dreiarmige. Was passiert, wenn wir die umbringen? Sollten wir nicht tun, weil sie noch wichtig ist, natürlich. Stirbst du auch mal? Ich hab kaum HP, aber ich komme gerne. Also meine HP ist nicht, ne? Meine auch nicht, das ist das Problem. Wir müssten mal hier Lagerfeuer oder so einen Scheiß aufbauen. Ich hab keinen Bock, dass noch mehr von denen kommen. Komm hier gerade mehr. Nicht die Frau töten. Nein, tu ich ja nicht. Er ist tot. Einmal. Einfach mal so Richtung Feuer werfen, wir. Mhm. Ist auch gewollt. So, wir müssen jetzt schauen, dass wir schon. Oh, dass die verbrennen. Ja, da brauchen wir sowas ähnliches wie, keine Ahnung, ne? Also ich sehe so viel, das Spiel ist so scheiße dunkel. Und dadurch, dass mich zwei Softboxen anleuchten, sehe ich noch so viel. Kann ich hier aufbauen? Nein. Hier? Ja. Komm mal zu mir rüber. Hi. Ist so dunkel hier, aber hi. Hi. Die Softboxen helfen da vielleicht nicht so ganz. Jetzt komm her und drück Y.
genau. Oh, boy. Boy. Da ist irgendwas. Ja. Ich hab irgendwas gehört. Guck mal, da ist Kelvin. Oh, Kelvin hat schon einen ganzen Fisch gebracht. Was ist das denn hier? Das ist ja alles verbrannt, wa? Das sind alles Knochen. Was sagt eigentlich mein Inventar? Hab ich irgendwas, um mich hochzuheilen? Ich habe einen Fisch von Kelvin. Ja, super. Ich habe hier eine Leiterplatte, geil. Ah! Da gerade mit dem Paar. Wir verletzen uns nur selber gerade. Boah, diese Mistviecher! Ja, ich guck gerade, dass ich das Essen schnell raufkriege. Wir brauchen unbedingt Rüstung, Leben und Medizin eigentlich. Wenn es ist, dann geht ins Wasser. Normalerweise kommt er da ins tiefe Gewässer nicht hinterher. Was trinken wollte ich, aber irgendwie geht das hier gerade nicht. Wer ist bei dir? Alter, ich bin fast tot. Ich bin sowas von fast tot. Einfach ins Wasser schwimmen. Ich bin sowas von fast tot, sagte ich ja. Danke. Einfach ins Wasser. Und jetzt beten, dass wir überleben. Was solche Mistviecher hier sind so schnell. Holy shit. Oh, jetzt kommen noch mehr. Weg. Die anderen Dualbrunnen kommen, die vielleicht prügeln sie sich jetzt. Normalerweise sollte das gehen, was ich gehört habe. Oder geht die aufeinander los? Alter, wir spielen dann nur auf normal. Was ist denn hier los? Felix, wir haben einen scheiß Start, ne? Das ist dir klar. Ja, das ist mir sehr ausbewusst. Was soll man machen, wenn man in den Bergen spawnt? Kelvin, du doch mal, was du unten ist. Ach, schau mal, die prügeln sich. Das ist schon mal gut für uns, dann sollen sie sich tot prügeln. Die prügeln sich gegenseitig jetzt tot. Kelvin, ich glaube nicht, dass du den besiegen kannst, also ich bezweifle es. Wollen wir woanders hin, weil dann würde ich direkt hier rüber schwimmen, also rück und umdrehen und dann einfach weg. Ja, oh, da Richtung Wald, sagst du? Mhm, weil Kelvin kommt normalerweise hinterher gerannt. Ah ne, der hat ja die Aufgabe, so Fische holen, ne? Ja, aber kommt er nicht trotzdem irgendwie irgendwann zu uns, wenn er zu weit weg ist? Das habe ich noch nicht ausprobiert, ne? Wow. Gleich kommt er ja. Ich habe Sorgen, dass die Einwohner jetzt gleich hier sind. Die Bären kann man auch nicht essen, das ist scheiße. Früher konnte man Bären essen. Ja, aber die nicht. Was ist das? Kann man das essen? Das kann man sogar essen, ja. Aber wo ist da noch mehr von? Kelvin, schaffst du es oder schaffst du es nicht, ist die Frage. Er schafft es nicht, ich hole ihn mal. Willst du im Wasser bleiben, oder? Ich will, das überlebst du doch nicht. Not alone, you know. Kelvin! Okay. Der andere Putzi steht, glaub, immer noch da, oder? Nee? Kelvin! Hörst du uns? Er sammelt Fische, schau. Er ist loyal. Er macht seinen Job weiter. Ach, hier ist die Pferde. Kelvin! Folgt mir sofort. Jetzt gehe ich noch schnell rüber, hol das Zelt, das nehmen wir mit, weil das brauchen wir. Ja, wann rallt er denn, dass er jetzt uns folgen soll? Ich hab's ihm gesagt, du hast es ihm gesagt. Ey. Folge mir! Beeil dich. Und jetzt ganz schnell ins Wasser, tschüss.
Guck einfach nur nach rechts. Kollege Maske. Ich habe ihm gesagt, er soll uns folgen. Mehr kann ich nicht machen. Weißt du? Mhm. Aber er gibt sich Mühe. Er rennt. Er rennt außenrum. Er ist nicht so schlau wie wir. Ernsthaft jetzt? Der läuft ja wirklich! What the fuck? Er läuft zu dem Typen. Ich glaube, wir sind Freunde geworden. Ach, Kevin, du bist ein kleiner Troller, ey, wirklich. Ich glaube, er versteht sich mit dem Typen ganz gut. Aber gut, jedem das eine, ne? Dann hoffen wir. Gerade keine Ausdauer. Ich müsste mal langsam irgendwas tun. Also, irgendwann was trinken oder so, Julio. Es ist ein gutes Lager oder ein schlechtes Lager? Also, ein gutes Lager. Kiste. Ja, ich muss jetzt gerade langsam laufen. So, was haben wir denn da so? Ah, da ist ja auch noch einer. No what, Gavlaji? Das ist gut. Jetzt. So! Ja, Druckerherz collected. Ja. Da haben wir jetzt irgendwas, was mich irgendwie ein bisschen. Komm hier, kombinieren können wir die noch. Okay, was haben wir hier? Leuchtfackel, Geld. Nichts, was uns hochheilt, ey. Leck mich, ey. Ich hab Felix verloren. Ach, da läuft er. Ich trinke gerade, deswegen. Kommst ja, was trinken wäre gut, bräuchte ich, müsste ich nämlich auch. Ich weiß nicht, hier wie am Bachrand. Ja, ich muss gerade nur gucken, dass ich hier runterlaufe, ohne zu verrecken, weißt du? Das ist ein Argument. Ich warte auf dich, ich verstecke mich nur im Bach. Auch schlau. Wir brauchen so dringend Essen und so. Ja, ich weiß gleich, wie wir an Essen reinkommen. Normalerweise ist da immer was. Muss ich ducken im Notfall und dann muss eine Stelle suchen. Wo ich ich brauche ein bisschen mehr. Also ich würde sagen, wir schauen uns schon mal das erste Highlight an. Das Trinken bringt nichts mehr, ich bin voll. Ich bin, also was trinkentechnisch angeht, voll. Hallo. Hi. Na? Was machst du denn hier unten? Bist du jetzt schon hier durch oder was? Ja, das ist wichtig, dass wir durchgehen. Ich sehe gerade so viel. Hallo. Leulich, jetzt es ist so dunkel hier drin. Einmal L drücken. Ah, okay. Wo ist das denn so bläulich hier, so bläulich lila? Das Feuerzeug ist lila. Hier gibt's Pfeile. Okay. Ein 3D-Drucker, okay. Genau, weil da können Tim wir Tim LeBlanc, so. Parallel Universe, irgendein Buch eingesammelt. Du hast Hunger. Ich weiß, dass ich Hunger habe! Danke, liebes Spiel. Ja, wie lange soll ich das Buch mir denn noch in die Hand schauen? So. Ich hab Hunger, ne? Das ist sogar schon im Spiel gesagt. Ich brauche Hunger, ich brauche mal Essen. Warte, Essen, kann ich helfen? Kann ich das droppen? Ich kann mal was fallen lassen. Was haben wir denn da jetzt? Einmal. Jetzt du als nächstes? Hab ich's eingesammelt, ja, ne? Ja, hast du. Ich brauch trotzdem Futter, sonst verhungere ich soon. Kann man hier unten auf ganz schlau. Ah! Ja. Okay, es funktioniert sogar. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist in einem Bunker, aber. Wir sind zu. Naja, dir ist schon klar, was hier gerade passiert, ne? Ja, der Feueralarm wieder. Wie lange bleibt das Feuer jetzt an? Das Wasser ist ausläuft. Nimm mal die Trinkflasche bitte raus. Wo ist die Trinkflasche denn? Ich hab das doch eingesammelt schon. Hast du schon?